Ich guck ja mal. Kann ja mal und gucken. Zeitlich vom, ne? Oh, nee, das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Haltestellen noch. Pass auf, dass du wieder in den alten Bereich von Nöting reinfährst. Ich bin eine Minute zu früh. Wie hab ich das denn hingekriegt? Die Tür ist offen. Mit ja, weiß ich, die habe ich gerade aufgemacht. In Stadt. Stehen wir an der Haltestelle? Ja, da ist eine Haltestelle. Guck, Bernhausen. Siehst du, da steht sogar noch Bernhausen. Wir haben doch eben erst gehalten. Ja, aber hier ist schon wieder eine Haltestelle. Boah, haben die's gut. Ja, haben doch eine gute Netzabdeckung. Kannst du den Bus noch... Ist doch Postbus. Kannst du den Bus noch hinterher eilen, wenn du siehst, dass er an einer anderen Haltestelle schon losfährt? Ja, würde ich auch so machen. Die Ampel, da muss mir jetzt mal einer erklären. Fußgängerampel. Ja, aber die ist ein bisschen suboptimal an der Stelle, würde ich sagen. Da ist doch eine Kreuzung. Ja, aber da sind zwei Ampeln. Oh, da kommt Putzilei. Nee, gar gesehen. Nicht. Die sind nicht zwei, die sind einfach nach hinten verschoben. Wie dumm ist das denn? Siehst du, da ist sie. Hätte ich doch gesagt, habe ich gesehen. Oder auch besser, was? Wie gestört ist das denn? Oh, jetzt trauen die sich nicht, oder was? Ich trau mich wirklich? Nicht. Die Polizei, die möchte ich genau beobachten, vielleicht, was weil du machst. Grün hast, vielleicht dürfst du dann... Nee, da war gar keine Ampel. Hä? Du hast ein Signal bekommen. Ja, was war denn das andere dann bitte schön für eine Ampel? Ich dachte, eine Fußgängerampel. Aha. Mitten auf der Kreuzung. Also irgendwie verstehe ich die Logik gerade nicht. Ich auch nicht. Nächster Halt, darum, die Bahnstraße. Darum sagte ich ja, die Ampel, da muss mir mal jemand erklären. Du hast noch ein Abfahrtssignal drin. Ja, ja, weiß ich. Der Drucker hat mich gerade schon angepfiffen. Ey, los! Hat gesagt, bitte abfahren. Da habe ich mir gedacht, danke, nein. Da wollte keiner. Lässt er mich? Oh, das ist herzerwärmend. Die Blumentante, die ist immer nett. Die Blumentante. Das ist war der Blumenbulli. Der Hippie-Bus. Der Hippie-Bus rast bei uns immer extrem. Nächster Halt, Musikschule. Ja, die sind immer... Oh, das... Ich finde diese Ansage so geil. Es tut mir leid. Nächster Halt, Musikschule. Ist das jemand ganz Neues, oder? Das klingt so ein bisschen elektronisch. Ja gut, dann ist es aber normal, wenn es abkackt ist. Schlimmer wäre es, wäre jetzt irgendwie... Wie findest du denn eigentlich auf Mainz diese Frauenstimme? Ich bin mit dem ORN-Bus noch nicht gefahren. Das ist... Also auf Mainz zumindest. Ja du, also, ich habe aber gelesen, das ist wohl wirklich die Originalstimme, Julian. Hat die irgendjemand gepostet in die Kommentare? Ich kann es mir zwar auch nicht ganz zusammenreimen, aber... Ja, es klingt wie ein Kind, aber es ist wohl wirklich eine Frau. Vielleicht hat man eine Azubine rangenommen, ja, und hat gesagt... Nicht, bitte was? Ja, erst rangenommen und dann aufgenommen. Ich hab mir gedacht, ja, ne, machst du um die Uhrzeit, kannst du ja immer ein bisschen zweideutige Sachen. Und ja, so. Musst du dann nur um die Uhrzeit ausschalten. Ich hab... Dann schneidest du davor, dieses Let's Play ist nicht für Zuschauer geeignet. Hab in der vorletzten Aufnahme habe ich auch erwähnt, dass ich den längsten habe. Also das hat Andi auch schon bei ETS. Ich habe gesagt, ich habe den größten. Das ist wieder was anderes. Ich habe gefragt, welches Gehäuse hast du dir denn drauf gebastelt? Gigaspace, Megaspace, whatever. Und er, ich habe den größten. Ja. Nächster Halt. Also ganz unrecht hat er ja nicht. Sehr richtig in vielerlei Hinsicht. ja. Floras Blümchenladen. Gerechtet. Floras Blümchen. Floras Blümchenladen. Was macht die Ampel? Die wird grün und blinkt dann gelb. Hallo? Ich bin in dem Moment kaputt gegangen. Ich glaube auch. Die hat dich gesehen, Julian. Ja, furchtbar, ne? Alle Ampeln, die werden immer grün, wenn ich dahin gehe. Da hat die sich gedacht, nee. Nee, die hat Andi gesehen, weil Andi Ampeln gerne mal was vorsingt, deswegen. Oh, eine Flughafenbrücke.
Was machst du denn jetzt? Überholen, die sind mir zu langsam. Ist doch frei. Was ja. hast du denn? Ja, Gott sei Dank. Sag mal, fehlst dir eigentlich komplett? Das können wir jetzt wirklich machen. Das war eine übersichtliche Stelle. Ja. Ja, bei Omsi ploppen die aber ganz gerne auch mal aus der Entfernung auf, ne? Ja, da hätte ich ja noch bremsen können. Wo muss ich lang, wo muss ich lang, wo muss ich... Da muss ich lang. Oh mein Gott, erinnert ihr euch... Oder habt ihr die Folge damals vom Tram Düsseldorfer gesehen, wo der, ich weiß nicht auf welcher Map, da mit dem NL202 bei, ich weiß jetzt nicht, ob es Schnee war oder so, ist der richtig, ist eine unendlich lange Landstraße lang geballert und hat immer versucht 100 zu schaffen. Und dann ist da, war dann Splendfasch, ist dann ein Auto aufgetaucht und dann hat er das so weit weggeballert, dass die Aufnahme beendet wurde und um sie abgestürzt ist. Das habe ich auch schon hingekriegt. Wie würde Andi jetzt sagen, Autokegeln, ne? Genau. Wobei ich jetzt gerade mich frage, warum da so lange Tunnel gerade waren. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Stuttgart 21 oder so. Vielleicht ein Flughafen. Vielleicht ist das hier Nürtingen 22. Ich weiß es nicht. Vielleicht ist das ja... Was ist eigentlich aus Stuttgart 21 geworden? Ein Millionengrab. Ein Millionengrab. Ist echt nichts geworden? Weiß ich nicht. Man hört nichts mehr. Aber vom Flughafen in Berlin hört man auch nichts mehr. Das stimmt. Ich frag mich, was aus der Elbphilharmonie in Hamburg wird, was sie jetzt mal fertiggestellt haben. Milliardengrab. Das war ja auch so ein Projekt. Oder Milliardenprojekt. Sag mal, du hast doch in ETS den MAN. Ja. Als Fahrzeug. Hatten wir ja, glaube ich, mal drüber gesprochen. Sind die stolz drauf, ja. Gibt's eigentlich jetzt auch ein Fahrzeug, wo du sagst, in ETS, oh Gott, nein, bloß nicht? Renault. Wieso habe ich das befürchtet? Ich dachte gerade Actros. Ich habe zum ersten gedacht Actros. Der kommt an zweiter Stelle. Der alte oder auch der neue? Beide. Eine normale Fahrkarte. Nicht mal Iveco? Ich hätte jetzt gedacht, da käme Iveco. So, ich soll dir jetzt 18 Euro wiedergeben, ja? 6, 12, 18. Eine Fahrkarte, die den ganzen Tag gilt. Ah, hier komm, du kriegst 50 Cent, habe ich heute noch gar nicht rausgegeben. Einmal normal, bitte. Schon wieder so ein Spezialist. Oh. Ist immer ein bisschen schade, dass die Scheine teilweise so in der Kasse verschwinden. Ja, das ist in Omsi allgemein so. Es sei denn, du baust so eine platte Kasse wie beim Solaris. Ja, gut, okay, aber... Ich glaube, das habe ich ja schon öfters erwähnt, was ich davon halte. Insofern sage ich ja. Laut Google ist das noch ein... Nicht Baugrube, Herr Stuttgart 21. Ja, sag ich doch. Und im Berliner Flughafen fährt sogar schon eine S-Bahn, fährt nur kein Fahrgast mit. Damit der Tunnel nicht schimmelt. Ja, wirklich. Damit der Kack-Tunnel nicht schimmelt. Gott. Jetzt lassen die da echt eine S-Bahn fahren. Das ist echt ja. so vertane Zeit. Einfach nur. Eine S-Bahn ohne Fahrgäste. Ich meine, was willst du da machen? Dann kannst du aus Spaß oder Freude kannst du mit zur Endhaltestelle fahren, da aussteigen, warten, bis der gewendet hat und wieder mitfahren. Nein, da fährt jeden Tag einmal am Tag eine S-Bahn hin. Ach, einmal am Tag? Ja, okay. Ja, aber aus welchem Sinn denn gesehen? Ja, damit der U-Bahn-Tunnel nicht schimmelt. Ja, was ist denn das für eine Begründung, damit der U-Bahn-Tunnel nicht schimmelt? Was will denn da schimmeln? U-Bahn-Tunnel sind, weiß ich nicht, ob du es schon wusstest, aber in der Regel feucht. Ja gut, aber ob da jetzt eine S-Bahn fährt oder nicht, können die nicht trotzdem schimmeln? Weiß ich nicht. Ja, vielleicht, weil die irgendwelche, was weiß ich, die S-Bahn, die föhnt da den Tunnel trocken, wenn die da durchheizt. Aber wenn sie die Baureihe 481 da langfahren lassen... Könnte tatsächlich sein, dass es der Fahrtwind ist. Hm. Ich weiß nicht, vielleicht wollen sie auch den Tunnel noch ein bisschen erweitern, indem sie da die Baureihe 481 langfahren lassen, weil mit ihren Bremsen schießt die immer über das Ziel hinaus, also... Weiß nicht, aus dem Bahnjargon bin ich zum Großteil schon wieder raus. Die Zeit sind vorbei. Was ist denn das da vorne? Meinst du das hier an der Seite? Der Gehsteig, der geht einmal so
Ist da eine Lücke oder was? Sieht aus wie ein kleines Treppchen. Ja, ernsthaft? Das sieht aus, als wäre eine Treppe in der Straße. Pass mal auf, guck mal hier. Warte, da konnten wir jetzt gerade schön sehen. Was ist das? Da hier vorne in dem Bereich ist kein Spline, aber hier vorne ist wieder einer. Und der ist höher als das Terrain. Also doch so eine Art Treppchen, wenn man so will. Ja. Ja. Wenn du durchfährst, ja. Ja. Also merken wird man's. Gut, man kommt wahrscheinlich von da nicht, aber... So. Spätestens beim Gemecker. Ja, wie findest du denn so eigentlich Epstein? Halt, Weizstraße. Ich finde die Karte so toll, dass ich sie gleich nach dieser Aufnahme wieder deinstallieren werde. Lieber Andi. Warum das denn? Weil sie mir nicht gefällt. Das ist ja wohl die Höhe, also. Ja, die Höhe ist das. Das ist die Höhe. Ich bin den ganzen Tag unterwegs und deswegen brauche ich so ein Ticket, was ich den ganzen Tag halte. Könnte vielleicht daran liegen, dass man, wenn man Nürtingen installiert hat, einen Großteil von der Karte auch schon hat. Ja. Also ich sag mal so, wenn man Nürtingen nicht kennt, kann man sich die Karte durchaus mal laden und mal fahren. Ja. Wenn man Nürtingen kennt, dann wahrscheinlich eher nein. Genau. Aber vielleicht haben wir richtig verstanden. Ja, da bleibe ich dann doch lieber bei Karten wie Tettau zum Beispiel. Gut, also dann... Ja? Also dann? Ja, ich wollte nur sagen, also dann könnte ich es mir theoretisch schon mal laden, weil ich kenne ja Nürtingen jetzt noch nicht so zum Großteil. Du kannst auch einfach... einmal die Linie 74 in Nürtingen fahren und dann kennst du die halbe Karte von Epstein. Mitte. Ja, ich kenne ja die anderen Linien jetzt hier auf der Karte. Ja, eben, das meine ich gerade. Vielleicht sind wir jetzt auch mit der falschen Linie dran gegangen, wenn man jetzt... Vielleicht sind die Innenstadtlinien laut Thread, seien die ja ganz gut gestaltet, also... Ja. Deswegen. Die Inselbad-Linie soll laut Screenshot-Thema auch noch relativ gut sein, aber ich weiß nicht, ob ich mir die noch angucken möchte, nachdem die Saas da hier. Also den Wasserfall stelle ich mir schon ganz interessant vor. An welcher Linie sollen der sein? Das weiß ich leider nicht. Oh, 20. Sonst hätte ich gesagt, suche ich den gleich auch nochmal. 6, 12, 14. Vielleicht ist das die Julian jetzt gerade gemeint hat. Der will eine Kurzstrecke haben, ja? Die kostet 1 Euro. Hat man nicht rumfliegen, 1 Euro. Eine Kurzstrecke, bitte. Selten. Wer sagte denn eben die eine Linie so ganz, oder du sagtest das, glaube ich, sogar, ne? Die zum Inselbad, die 103 oder 113 war es, glaube ich. Inselbad, könnte vielleicht da der Wasserfall sein, Inselbad? Eventuell. Klingt ein bisschen so. Eine Spaßkasse. Spaßkasse oder Sparkasse? Spaßkasse. Ich weiß nicht, also so gestalterisch finde ich es jetzt nicht so hier an den Ecken. Nee. Is not the yellow from the egg, you know? Du siehst überall da diese komischen, da geradeaus, da diese Bäume Akazien oder was das sind. Ja, was auch immer, die stehen da überall rum. Irgendwie ist da nicht viel gestaltet. Oh, da ist das alte Stellenhäuschen gekentert. Das ist nicht nur gekentert, das ist weg. Nix. Ich hab nix gesehen. So cool die Rollstätt, wo die dann anfangen zu schaukeln. Aber ich finde das sehr witzig. Vor allem, da ich ja gar nicht mal so weit mit dem Überhang über die Bordsteinkante drüber hänge. Wie nah standen das jetzt an der Straße? Ich frag mich gerade, wo diese Straßenbahn war. Vielleicht vom Fahrtwind. Das wird sein, der Fahrtwind hat es einfach weggepustet. Er war zu stark. Mit den 10 km/h, die wir drauf hatten. Fahrtwind inklusive Bremsgeschwindigkeit. Ja. Wo die Straßenbahngleise hinführen, ich werde das Gefühl nicht los, die führen einmal im Kreis. Ja, ich glaube auch, weil irgendwie. Sah es gerade am Anfang irgendwie so aus, als wären die aus dem Nix gekommen. Ja, die kamen von also ich zeig dir jetzt gerade mit dem Finger hin, seht ihr ja nicht, aber die kamen von da hinten, wo wir abgebogen sind. Von da. Genau, guck mal, da vorne ist, sieht aus wie eine Weiche oder so. Ja, da ist eine Weiche. Na dann. Das stimmt, da ist eine Weiche. Aber da hören die Gleise auch schon wieder auf. Ah, ich hatte Krankenwagen. Magirusstraße heißt es, glaube ich, oder so.
Also ja, hier. Da vorne sah so aus wie ein Backdrop, deswegen dachte ich jetzt. Ja, da ist auch ein Backdrop. Ach so, das wir ist, müssen links. Ja, wir müssen links, aber wenn wir hier gerade ausschauen, dann sehen wir das Gladbeck-Syndrom. Ich hab's so getauft. Weil, wenn man gerne auf Backdrops guckt, dann kann man da durchaus mal fahren. So. Aber das ist doch irgendwie eine Sache mit den Backdrops, was viele Map-Ersteller irgendwie immer noch falsch machen, habe ich so das Gefühl. Ja, die sollen nicht in den Vordergrund, darum heißen die auch Backdrops. Nächster Halt, Sülflingen, Mitte. Ist halt gerne mal die allgemeine Übersetzung für, ich weiß nicht, wie ich das gestalten soll, deswegen hau ich da mal einen hin, weil dann sieht's nicht so ganz so leer aus. Ja, es ist halt das. Ach, wir waren schon fertig vorhin. Haha. Ja. Wir fahren schon wieder zurück? Ja. Und oh, bumm. Oh, oh. Gut, so, dann, jetzt wenn das so ist, ich will aber gar nicht wieder zurückfahren. Wieso kam keine Auswertung? Jetzt weil ich die ausgeschaltet habe. Hä? Die kannst du abschalten. Das hab ich in Bad Kitzau schon gewundert. Und wo war da jetzt der Endpunkt? Hier oder was? Ich glaube hier, ja. Ah ja, hier steht Sülflingen. So, ratatatatak. Allen einmal die Beine umgeknickt. Hallo. So. Nein, nicht hallo. Eine Na, keine Fahrkarte. Doch, du kriegst deine Fahrkarte noch. Ist gut. Da. Jetzt geh mein Gott, ihr doch nicht so auf die Beine, das ist ja. Warum ich habe wieder. Warum? Ein paar schöne Beine? Oh Mann, oh Mann. Doch jetzt keiner was, kann doch keiner was gegen sagen. So. Guck mal, ihr steigt jetzt alle vorne ein, kauft euren Fahrschein. Ich steig wieder raus. Und müsst hinten wieder raus. Und der nächste Busfahrer sagt dann, nö, ist ungültig. So. Pass auf, die machen jetzt einmal eine Runde durch den Bus. Ja, World, das ist das Weltpremiere in Epstein, der Line City G. Deswegen eindeutig, müssen ja. Die den gerade mal. Dürfen sich den einmal angucken und dann wieder aussteigen. Der, genau. Der ist so schön von der Werbung her, da müssen wir einfach mal rein. So. Genau. Kostet auch nur 2,60, deswegen passt das. Wo parke ich den Hobel jetzt? Eintrittsgeld. Lass ja, mich hier stehen, kommt eh keine Straßenbahn. Nee, da vorne waren Parkplätze. Ich jetzt? Na ja. Da. Stell dich doch einfach vor die Backdrop. Nee, ich hab mir gedacht, hier so in die Parkingzone, damit dann auch die Straßenbahn schön schwer hat. Damit ich schön im Lichtraumprofil hänge und. So. Sieh dir schön den Spiegel wegrasiert. Nein, die passt ja überhaupt doch, könnte sogar passen. Das müsste ja, nicht aber gehen. Knapp. Knapp. Das müsste vom reinen Lichtraumprofil müsste es reichen. 1,43 ist das Gleis. Hm, naja, könnte eng werden, aber egal. Ist ja nicht mein Bus. Gut, dann haben wir es wieder hinter uns gebracht. Es tut mir leid, dass so viel davon bekannt war. Das ärgert mich selbst. Das ärgert mich wirklich. Aber vielleicht solltest du wirklich nochmal die andere Linie spaßhalber fahren, weil vielleicht hat das ja wirklich irgendeine Bewandtnis, dass die auch ganz gut sein soll. Sollte ich jetzt sagen, ja gut, ihr seid ja gerade noch da. Gut, aber wir beenden erstmal hier die Aufnahme und wir sind ja auch nicht tot danach, ja? Genau. Was ich will. Es sei denn, der Julian fährt irgendwann Abhang runter oder so. Julian hat gerade die Schlagzeile gelesen, Mercedes stellt ab sofort die Busproduktion ein. Ja. Na klar, als ob man sein Steckenpferd da rausschmeißt, du bist auch bescheuert. Hast du das gerade gehört, was der zu mir sagt? Ja. Ich bin bescheuert. Ja, ich habe ihm schon gewöhnt. so oft habe ich ihm schon gesagt, du sollst nicht immer alles petzen. Ja? Er macht's als. Ja. Manche Dinge müssen einfach gesagt werden. Ja, schlimm. Er erzählt jeden Scheißdreck weiter.
Geht kein was an, wie bescheuert ich bin. So. Mach aus jetzt. Genau. Gut. Wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Bis dann. Tschüss. Mit Öss. Jo, moin, Leif, Lüt und auch in Landratten und Rädchen und herzlich willkommen zum Briefing mit Arno und Chakotay. Mahlzeit und herzlich willkommen zu Briefing mit Arno und Chakotay. Hallo, guten Abend, liebe Leute. Grüß euch. Guten Abend. Hallo, hallo. Guten Abend. Hallo. Jo, ganz frisch aus der Backröhre gegrabbelt. Hallo.